Was geht, Freunde? Kurze Auflösung, ich hab euch alle verarscht. Es gibt gar keinen Song mit Apache. An der Stelle einen schönen Gruß auch an Apache. Nicht beleidigt sein, Bro, ich musste deinen Fame ausnutzen und auch ein bisschen monatliche Hörer von dir klauen, weil du immer Modus Mio Cover kriegst. Auf jeden Fall habe ich vor einem halben Jahr jemanden getroffen, der mich davon umüberzeugt hat, dass ich der fresheste Künstler in diesem Land bin. Und deswegen habe ich einen folgenden Schritt in meiner Karriere gewagt. Im Übrigen ein sehr großer Moment im deutschen Rap. Und zwar, ihr kennt doch diese ganzen Rapper aus 2017, 2018, die angefangen haben, irgendwelche Kakerlaken-Sänger mit Körpergröße von einer Barillanudel zu signen, mit Hoffnung auf finanzielle Aussicht. Ich verachte diese Labelbosse sowohl als auch deren Künstler und wollte als Teil dieser Szene sein, aber dieses Mal konnte ich einfach nicht Nein sagen. Dieses Mal wollte ich Teil des Geschehens sein und kündige hiermit mein erstes und einziges Signing an. Wir beide beenden heute die Pussyboy-Ära im deutschen Rap. Augen auf! Abgefuckt mit Barretta, sorg für Cash, es geht um. Guten Morgen, Freunde. Also, wer hier seine Zeit mit mir verbringen möchte, kann sich sehr gerne bei mir melden. Bei mir ist immer Tag der offenen Tür. Auf jeden Fall, gestern, beziehungsweise heute Nacht, ist das neue Album von Khatar endlich rausgekommen. Geht alle, also wischt alle einmal hoch und bestellt euch die Box, denn in der Box ist ein Inhalt drin, der wertvoller ist als die Existenz von dem einen oder anderen. Damit seid ihr auf jeden Fall besser dran für ein Fuvi oder so, was immer die auch kostet, holt euch die Box, wischt einmal hoch.